the dark. Gloucester, Massachusetts, 30. Oktober 2001, 21 Uhr. Spricht Frisky. Hoffentlich geht's dir gut. Ich höre dich schon schimpfen, aber ich habe einen Fall angenommen. Ich weiß, ich wollte aufhören, aber ein gewisser Johnson hat mich beauftragt, nach Shadow Island zu fahren und Obed Morton und die Abkhanisch-Schrifttafeln zu überprüfen, ne? Fällt der Groschen? Jetzt weißt du, warum ich nicht Nein sagen konnte und sofort los musste. Ich breche morgen auf. Im Schreibtisch sind ein paar Notizen. Bis demnächst, Gambi. Oh, fast hätte ich's vergessen. Johnson erreichst du notfalls unter 555-1495. Boston Police Department, Name Fisky, Vorname Charles, geboren 17. Februar 1944, verstorben vermutlich am 24. Oktober 2001. Irgendwo in Amerika, 31. Oktober 2001, 18.43 Uhr. Und? Sie werden in einer Stunde auf Shadow Island sein. Carnby ist ein Draufgänger, aber wir hatten keine Wahl. Und die Professorin? Miss Cedra glaubt fest, dass Obed Morton hier... Es war nicht schwer, sie zu überzeugen. Ich brauche diese Tafeln und ihre Übersetzung. Klar, Johnson? Absolut klar. Cedrak? Aline? Aufwachen! Was? Oh, Verzeihung. Es tut mir leid. Hier. Das werden Sie wohl brauchen. Haben Sie Ihr Funkgerät? Sicher, habe ich. Aline, ich schlage vor, auf der Insel bleiben Sie zu Ihrer Sicherheit am besten bei mir. Meine Sicherheit? Wieso? Ist es dort gefährlich? Ich wurde beauftragt, die Übersetzung der Abkhanisch-Schrifttafel zu prüfen. Und zwar zusammen mit Professor Morton. Mein bester Freund starb wegen dieser Tafeln. Er wurde auf Shadow Island umgebracht. Und ich werde denjenigen finden, der das getan hat. Das tut mir leid. Hören Sie, ich kenne Professor Mortons Ruf als Forscher. Er ist ein großer Wissenschaftler. Er ist ein Verdächtiger, nichts weiter. Wir nähern uns Shadow Island. Was war das? Ich verliere die Kontrolle! Hier schnell! Wir müssen springen!